Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media. In meinem heutigen Tutorial für iClone 6 Pro und Blender möchte ich Ihnen gerne einmal vorstellen, wie man mit Hilfe von Blender einen Ozean für iClone erstellen könnte. Die Idee stammt von Rampa Tinling, also die ist jetzt nicht von mir. Allerdings ist das natürlich ein englisches Tutorial von ihm und ich werde mal versuchen, das auf Deutsch dann so ein bisschen jetzt hier zu übersetzen. Und so ungefähr schaut mein Beispiel aus. Ja, es ist natürlich noch nicht ganz optimal, aber immerhin die Idee alleine, die ist schon sehr gut. Und dann werde ich auch gleich mal anfangen. Jetzt werde ich dann mal Blender öffnen und dann klicke ich hier mal in dieses Bild hier hinein und diesen Würfel entferne ich mit der Taste X auf der Tastatur und klicke hier auf Delete. Als nächstes werde ich mir eine Plane hinzufügen, dann gehe ich hier auf Add Mesh Plane und die Plane werde ich mir ein kleines Stück größer skalieren mit der Taste S auf der Tastatur und mit der linken Maustaste bestätige ich das. Also beim Skalieren ziehe ich das nur so und dann mit der linken Maustaste bestätigen. So reicht das. Jetzt gehe ich hier mal bei den Modifiern her, klappe das hier mal auf, hier an diesen Schraubenschlüssel hier. Und da klicke ich mal drauf, gehe auf Add Modifier und da wähle ich hier bei Simulate Ocean aus. Jetzt scrolle ich mich mit dem Mausrad hier mal raus und man sieht jetzt hier also den Ozean. Der ist natürlich jetzt hier noch nicht animiert und das werde ich auch gleich machen. Man hat hier verschiedene Einstellungen in diesem Modifier. Hier kann man die Resolution, also die Auflösung, ein bisschen erhöhen. Ich stelle das hier mal auf 10 und bei Time, ich bin ja jetzt hier bei Frame 1, werde ich jetzt hier mal ein Keyframe setzen und halte einfach hier die Maus hier drüber und drücke mal die Taste I auf der Tastatur wie für Insert Keyframe. Und jetzt habe ich hier praktisch ein Keyframe gesetzt. Jetzt könnte ich natürlich hier auf Frame 250 gehen und hier einen anderen Wert eingeben und dann wieder ein Keyframe setzen. Aber ich mache das mal etwas anders. Ich ziehe mal hier an diesem Dreieck hier oben mit gedrückter linker Maustaste mir ein zweites Fenster auf. Und jetzt wechsle ich mal hier unten links in den Graph Editor. Und dann habe ich hier so ein Plus hier und da klicke ich mal drauf und dann klicke ich hier auf Modifier, Add Modifier und nehme hier Generator. Wenn ich das jetzt hier mal unten abspiele, dann habe ich jetzt hier also einen sehr schnell bewegten Ozean und mit dem Wert X kann ich das also jetzt hier vermindern, indem ich hier mal auf den Pfeil klicke mit der linken Maustaste und ihr habt die Erfahrung gemacht, also bei 0,1, da habe ich hier einen ganz guten Ozean. Wenn mir das dann gefällt, ziehe ich das Dreieck jetzt hier mit gedrückter linker Maustaste wieder nach oben, bis dieser Pfeil nach oben erscheint und lasse die Maustaste los. Jetzt habe ich hier den Ozean und dann habe ich hier weitere Einstellungen. Einmal die Choppiné und das ist dann für die Wellenform, die kann ich jetzt hier mal so ein bisschen mit gedrückter linker Maustaste ja mal auf 2 vielleicht stellen. Und dann bei Scale, hier habe ich dann die Wellengröße. Die will ich jetzt mal nicht zu hoch setzen. Mal schauen, wie es aussieht. Ja, das kann ja dann jeder nachher für sich machen. Und jetzt haben wir hier eigentlich schon einen sehr schön bewegten Ozean. Jetzt stoppe ich hier mal die Anwendung und werde mir mal eine Plane hinzufügen. Vorher gehe ich aber noch in die Top-Auto-Ansicht und zwar mit der Taste 5 und 7. Und scroll mich hier mal ein bisschen raus. Dann werde ich hier mal in den Wireframe-Modus wechseln und werde mir jetzt hier mal mit Add Mesh Plane, also eine Plane hinzufügen. Die ist jetzt hier noch ziemlich klein und die werde ich jetzt hier mal mit der Taste S und dann ziehe ich mal die Maus und nochmal die Taste S und ziehe mir mal die Plane hier etwas größer, so dass die Plane praktisch etwas kleiner ist wie der Ozean
Ich würde mal sagen, so ist das ganz okay. Jetzt ziehe ich mal hier im Outliner hier das mal so ein bisschen runter und das werde ich auch gleich mal umbenennen. Das werde ich mal benennen in Ozean Finale. Also das ist jetzt praktisch meine Plane und den Ozean werde ich mal Ozean benennen. Also das ist praktisch die Simulation. Jetzt klicke ich hier mal wieder das Finale an und jetzt wechsle ich hier mal in den Edit Mode. Und jetzt werde ich diese Plane hier mal unterteilen. Dazu klicke ich hier auf Subdivide und jetzt bei den Number of Cuts, da werde ich jetzt hier mal eingeben, ja, 70. Man kann da ein bisschen experimentieren mit, bei dem englischen Tutorial hat er 50 Number of Cuts genommen. Ich nehme hier einfach mal 70. Jetzt werde ich mal hier diesen Ocean hier, also die Simulation hier mal ausblenden und gehe jetzt hier mal in den Object Mode und hier auch in den Solid Mode. Und jetzt werde ich mir hier mal einen Bone hinzufügen. Dazu klicke ich jetzt hier auf Add Armature Single Bone. Wenn ich mit dem Komma auf dem Nunpad hier mal mich ranzoome und mit dem Mausrad mal so ein bisschen drehe, dann habe ich jetzt hier den Single Bone. Jetzt wechsle ich mal in den Edit Mode und jetzt werde ich mal diesen Körper von diesem Single Bone mit der rechten Maustaste anwählen. So. Und dann gehe ich hier auch wieder in den Wireframe Modus. Jetzt wechsle ich wieder in die Top-Ortho-Ansicht, scroll mich hier ein bisschen raus und jetzt habe ich ja hier also praktisch meine Plane und der Körper von dem Bone, der ist jetzt praktisch selektiert und jetzt werde ich mir davon mal ein paar Kopien machen. Die Bones hier anzulegen, das dauert eigentlich am längsten. Ja, ich zeige das jetzt mal kurz. Ich werde jetzt trotzdem hier mehr Bones setzen, also da bitte ich da ein bisschen um Geduld. Ich werde das jetzt hier auch nicht abbrechen. Und jetzt drücke ich einfach mal die Taste Shift D, denn der Bone ist ja selektiert. Und jetzt kann ich mir hier mit, schieb einfach die Maus hier oben in die Ecke und dann bestätige ich das mit der linken Maustaste. Und dann habe ich jetzt hier meinen ersten Bone gesetzt. Jetzt drücke ich wieder Shift D. Und werde dann hier einen weiteren Bone setzen, Shift D. Und das mache ich jetzt immer so weiter, bis die erste Reihe voll ist. Ja, ich mache das jetzt mal hier einfach mal so ein bisschen. Shift D. Wenn man das natürlich dann nachher in Ruhe macht. Also man sollte im Mesh bleiben, nicht drüber, sonst kommen dann nachher komische Sachen da raus nachher. Shift D. Shift D und dann setze ich hier einen noch in die Mitte. Jetzt nochmal Shift D. Shift D. Wird man das hier ein bisschen enger setzen noch. Shift D. Es geht mir ja auch darum, um die Weise, wie man es macht, also um die Vorgehensweise. Da kann dann natürlich jeder nachher selbst experimentieren. Und jetzt noch einmal Shift D und den setze ich hier nochmal in die Ecke. Jetzt scrolle ich mich mal ein bisschen ran und schaue mal, ob die auch alle hier drinne sind. Ja, der hier auch, der ist auch im Mesh drinne, also in der Plane. Und jetzt werde ich mal mit A alles abwählen. Und jetzt werde ich mir hier diesen einen Bone hier markieren, wieder diesen Körper mit der rechten Maustaste. Und jetzt gehe ich wieder mit der Taste 7 in die Top-Ortho-Ansicht. Und jetzt halte ich mal die Maus hier so hin. Und mit der Taste B für Border Select werde ich mir jetzt mal die Bones hier markieren. Und jetzt drücke ich wieder. Das ist jetzt wichtig, dass dieser mittlere Bone jetzt nicht mit ausgewählt ist. Deshalb habe ich vorher mit A nochmal alles abgewählt. Dann hier oben diesen in der Ecke nochmal extra ausgewählt. So praktisch bleibt der jetzt hier in der Mitte
unberührt, sonst würde ich den jetzt auch immer mit kopieren, ja. Jetzt gehe ich wieder in die Top Auto und jetzt werde ich mit Shift D mir dann hier weitere Bones aufziehen. Shift D und dann ziehe ich das hier mal so runter. Shift D, ja, bis ich nachher unten am Mesh angekommen bin. Shift D. Shift D. Shift D. Ich mache jetzt hier so ungefähr die gleichen Abstände. Shift D. So, jetzt scrolle ich mich mal ein bisschen höher. Mit dem Mausrad wieder ein bisschen rein. Shift D. Immer schön darauf achten, dass die Bones dann auch im Mesh drinne sind. Shift D. Shift D nochmal. Shift D. Ja, hier nochmal hin. Schiebe ich mich mal etwas höher. Na, ich würde mal sagen, 2, 3 Stück noch. Shift D. Shift D. Shift D. Und dann hier unten noch in die Ecke. Wenn ich mich mal ein bisschen näher ranzoome, mal schauen, wie das hier aussieht, könnte ich jetzt hier durchaus noch ein kleines Stück runterschieben. Okay. Ja, so werde ich das jetzt belassen. Jetzt werde ich mir diesen mittleren Bone, diesen Original-Bone, klappe mal hier die Armature-Outliner auf, klappe das hier auch mal auf, jetzt wähle ich mal hier diesen Original-Bone und den werde ich mir jetzt mal etwas hochziehen. Und dazu werde ich mal hier hergehen und ziehe den, kann auch in die Frontansicht gehen mit der Taste 1 Front Auto. Und jetzt ziehe ich mir mal diesen Originalbone hier etwas höher. Und jetzt wechsle ich hier mal in den Solid Mode. Dann gehe ich in den Object Mode und drehe mich jetzt hier mal etwas. Und mit A werde ich erstmal alles abwählen. Jetzt werde ich die Plane selektieren hier mit der rechten Maustaste. Und dann werde ich doch mit der Shift-Taste diesen Eckbone mit der Shift gedrückt halten, rechte Maustaste und den Eckbone markieren. Jetzt sieht das Ganze dann so aus. Jetzt drücke ich mal die Taste STRG und P für Set Parent To und da wähle ich jetzt hier With Automatic Weights. Okay, jetzt markiere ich mir mal hier auf dieser Seite hier, werde ich mir mal einen Bone hier markieren. Dann nehme ich mal den hier und dann sind natürlich alle markiert und jetzt gehe ich hier mal in den Pose Mode. Also vom Objekt in den Pose Mode. Jetzt wähle ich hier diesen Bone hier nochmal aus. Und jetzt kann ich, wenn ich mit gedrückter linker Maustaste, kann ich das hier, die Plane schon grabben. Mit der rechten Maustaste kann ich das jetzt dann abbrechen oder wenn es zu spät ist, dann auch mit STRG und Z. Jetzt gehe ich in die Ansicht Front Auto. Scroll mich hier wieder bisschen raus. Der eine Bone ist ja jetzt hier noch markiert, den hatte ich ja jetzt markiert gelassen. Gehe also in die Front Auto Ansicht und jetzt wechsle ich hier noch in den Object Mode und jetzt wähle ich mit A mal alles ab und mit A wieder alles aus, so dass die Plane praktisch auch mit ausgewählt ist und jetzt werde ich das Ganze hier mal eine Blendereinheit nach oben ziehen. So ungefähr, muss nicht ganz genau sein. Jetzt klappe ich hier mal wieder die Armature hier wieder ein. Und jetzt werde ich mir mal die
Ocean Simulation hier wieder mit einblenden und dann sieht das Ganze schon so aus. Jetzt drehe ich mich hier mal etwas mit gedrücktem Mausrad und werde jetzt hier mal diesen Eggbone hier selektieren. Und dann gehe ich wieder in den Pose Mode. Es sind natürlich jetzt alle Bones selektiert. Jetzt gehe ich wieder in den Pose Mode, wähle nochmal diesen Eggbone aus mit der rechten Maustaste. Und jetzt kann ich mich hier mal so ein bisschen drehen hier. Und jetzt gehe ich hier mal in diesem Menü hier Bone Constraints. Also neben diesem einzelnen Knochen haben wir hier noch dieses Menü Bone Constraints. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und da wähle ich jetzt Add Bone Constraints. Und dann wähle ich hier mal Shrink Warp aus. Und jetzt brauche ich noch ein Target, also ein Ziel. Und da wähle ich jetzt hier mal Ocean aus. Also unsere Ocean Simulation, die wir zum Anfang erstellt haben. Jetzt sieht man, er heftet sich jetzt hier an. Und dann wähle ich hier noch bei Shrink Warp. Klicke ich hier noch auf diesen Button, Surf Point, und da wähle ich hier Projekt. Und dann kann ich hier die minus Y-Achse hier auswählen. Jetzt werde ich mal diesen anderen Eggbone hier selektieren. Mit der rechten Maustaste. Und jetzt drehe ich mich hier mal so etwas in der Ansicht. So ungefähr, sodass wir alle Bones hier sehen können. Und jetzt drücke ich mal die Taste B, halte meinen Mauszeiger hier hin, B für Border Select und werde jetzt hier alle Bones hier praktisch markieren. Ziehe mir praktisch hier so ein Rechteck auf, bis auf den Bone, den wir nach oben gezogen haben. Der ist ja jetzt hier oben zu sehen. Jetzt drehe ich mich hier wieder. Und jetzt werde ich noch diesen einen Bone hier mit markieren, der sich hier unten schon angeheftet hat. Da scrolle ich mich erstmal ran. Halte die Shift-Taste gedrückt, rechte Maustaste und werde den dann hier mit markieren. Jetzt scrolle ich mich hier wieder etwas raus. Und jetzt gehe ich hier mal ins Pose-Menü, Pose, dann nehme ich hier mal bei Constraints, Copy Constraints to Select Bones. Da klicke ich jetzt drauf und dann werden die anderen unten auch alle angeheftet. Jetzt werde ich dieses Ocean, diesen Ocean Simulator, den werde ich jetzt hier mal wieder ausblenden. Jetzt habe ich ja hier praktisch nur meine Plane mit meinen Bones. Und jetzt werde ich mir das erstmal abspeichern. Dazu gehe ich dann auf File, Save As und da nehme ich dann hier mal ein Blender-File und ich könnte eigentlich die hier mal löschen. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Tutorial hier rein. Punkt Blend und gehe hier auf Save As Blender-File. Das dauert dann auch nicht lange. So, jetzt werde ich mit A hier nochmal alles abwählen und mit A die ganzen Bones praktisch nochmal auswählen. Und dann gehe ich hier wieder ins Pose-Menü und dann gehe ich hier auf Animation, Bake, Action. Da klicke ich jetzt drauf und da wähle ich jetzt hier mal die Visual Keying wähle ich hier noch mit aus, dann die Clear Constraints. Bei Pose ist jetzt hier markiert, das lasse ich hier so. Und jetzt klicke ich hier nur noch unten auf OK. Jetzt wird das Ganze gebaked und das dauert einen kleinen Augenblick. Und jetzt sieht man hier unten in der Zeitleiste, in der Timeline, dass hier alles gebacken worden ist. Und jetzt sieht man hier schon sehr schön unsere Animation. Lass ich das einmal kurz durchlaufen, dann stoppe ich das mal und gehe hier wieder auf Frame 1 zurück. Jetzt wechsle ich hier von dem Pose-Mode in den
Object Mode. Und hier werde ich dann die Bones selektieren. Also ich wähle erst nochmal alles ab. Dann wähle ich hier nochmal so ein Eggbone hier aus. Und dann ist hier alles ausgewählt. Jetzt halte ich mal die Shift-Taste gedrückt und werde hier mit der rechten Maustaste auch noch die Plane selektieren. Dann sieht das hier so aus. Und jetzt kann ich das Ganze dann auch exportieren. Dazu gehe ich dann hier auf File, Export, FBX. Und dann muss ich hier noch einiges einstellen hier unten bei Main zum Beispiel. Da wähle ich mal Mesh mit der linken Maustaste aus, halte die Shift-Taste gedrückt und klicke hier noch auf Armature. Dann setze ich hier noch ein Häkchen rein bei Selected Objects. Und dann habe ich hier die Animation. Hier brauche ich nichts einzustellen. Und bei Armatures, da nehme ich jetzt hier das Häkchen raus bei Add Leaf Bones. Und jetzt kann ich das Ganze dann schon exportieren. Ich werde das jetzt hier mal in meinen Tutorial-Ordner hier exportieren bei FBX-Dateien und ich lasse die einfach mal so Tutorial FBX und gehe jetzt hier auf Export. So, jetzt ist das Ganze dann exportiert worden. Jetzt wechsle ich mal zu 3D Exchange oder ich öffne es mir mal. Und dann werde ich mir jetzt mal die Datei hier importieren. Da gehe ich hier mal auf Öffnen. Und ich bin jetzt hier automatisch schon in meinem Tutorial-Ordner hier. Kann ja hier nochmal meinen Tutorial-Ordner gehen, FBX. Und hier ist jetzt diese Blender-Datei, die FBX. Und jetzt werde ich mir das Ganze importieren. Animation importieren. 30 Auswahl pro Sekunde, Glättungskurve, Glättungsintervall, 1000 Sekunden. Materialfarbe habe ich ja jetzt nichts und deshalb klicke ich hier auf OK. Und jetzt wird das Ganze dann hier importiert. Und hier habe ich jetzt praktisch mein Ocean. Und wenn ich mich jetzt hier mal etwas hochscrolle, ich kann das hier auch erstmal nochmal umbenennen mit F2. Oder ich klicke da mal doppelt rein. Und jetzt schreibe ich hier mal Ozean rein, Enter und jetzt scrolle ich mich hier nochmal etwas weiter hoch. Und jetzt habe ich hier einmal in der Animation, in der Bewegungsbibliothek die Animation. Und dann habe ich hier auch im Ausführen-Editor nachher in iClone, kann ich da auch einen Rechtsklick machen und kann dann hier auch die Animation auswählen. Jetzt wähle ich mal hier die Animation und jetzt spiele ich das hier mal ab. Und das sieht dann hier so aus. Jetzt gehe ich auf Stopp und jetzt werde ich mir das Ganze nach iClone exportieren. Dazu gehe ich auf Datei, Exportieren. Hier ist es wichtig, unten hier ein Häkchen bei Animation exportieren reinzumachen. Dann ja Ziel, wo es hingeht. Bei mir geht es in den benutzerdefinierten Props in meinen Mesh-Ordner. Und wenn Sie Ziel Standard auswählen, geht es automatisch dann zu Ihren benutzerdefinierten Props. Ja, hier oben kann man jetzt noch einen Dateinamen vergeben. Hier kann ich jetzt auch mal reinklicken. Ozean reinschreiben. Ansonsten maximale Texturgröße 4096 x 4096. Und jetzt klicke ich hier auf OK und der Export war erfolgreich. Jetzt öffne ich mir wieder iClone. Hier habe ich ja jetzt noch meine erste Szene, die ich hier mal so ausprobiert habe. Und jetzt gehe ich aber mal hier auf Neues Projekt. Und jetzt gehe ich in meinen benutzerdefinierten Props. Klappe mal auf und das habe ich unter Mesh. Und dann habe ich jetzt hier den Ozean. Jetzt scrolle ich mich hier mal etwas raus. Ja, mit der Ansicht, da muss man nachher immer dann selbst so ein bisschen einstellen. Wenn ich das jetzt mal abspiele, dann sieht das so aus. Und im Szenemanager ist es ja jetzt hier markiert. Jetzt gehe ich mal in den Materialeinstellungen. Ja, bei dem Material, da müssen Sie dann später selbst mal so ein bisschen experimentieren. Ich fahre mich jetzt in der Materialeinstellung, fahre ich mich erstmal ganz nach unten und dann wähle ich bei Ausrichten hier mal gleich die Z-Achse und gehe hier auf Übernehmen.
Jetzt werde ich mein Material hier zufügen. Und zwar gehe ich mal in meinen Ordner Blender Material. Da habe ich ein Material, das habe ich mir mal bei Textures.com runtergeladen. Also ist eine kostenlose Registrierung. Und das ziehe ich mal mit gedrückter linker Maustaste hier in iClone. Und dann ziehe ich es jetzt genau hier auf die Streuung hier mit drauf. Jetzt werde ich mir hier nochmal, ja, die Selbstleuchtung hier so ein bisschen einstellen. Ich kann das Material auch nochmal so ein bisschen aufteilen auf zwei. Und dann bei der Selbstleuchtung, ja, da werde ich das hier mal so auf 75 stellen. Und bei der Spiegelung, ja, die Spiegelung hat jetzt hier gar keinen großen Effekt. Ich lasse das hier mal so stehen hier. Und Lichtbrechung, Reflexion habe ich jetzt hier auch nicht eingestellt. Bei der Streuungsfarbe, da werde ich das jetzt hier mal so ein bisschen dunkler machen. Und bei der Umgebungsfarbe auch, da nehme ich mal so ein etwas dunkleres Grau. Jetzt füge ich hier noch eine Erhebung hinzu, klicke mal doppelt auf Erhebung und dann gelange ich hier zu meinen Bump Maps und da könnte ich jetzt hier mal Alien Jupiter B1 nehmen und nehme ich mal Erhebungsmap, könnte jetzt hier auch eine Normal Map nehmen. Ja, dann habe ich hier praktisch das gleiche Ergebnis jetzt. Also ja, ich lasse es jetzt mal dabei. Jetzt wähle ich mir mal noch einen Sky hinzufügen. Und da wähle ich mal Sky 01. Und da werde ich mir mal die Höhe ein bisschen runtersetzen. Und zwar in Minusbereich minus 5000. Wenn ich das jetzt mal abspiele, dann ist das natürlich jetzt noch ziemlich flott hier. In Blender merkt es man gar nicht so, aber man kann ja hier, wenn ich jetzt mal den Ocean hier anwähle, gehe mal in die Zeitleiste und dann gehe ich mal ans Fenster anpassen, klicke hier auf den Pfeil, gehe auf Animation, jetzt werde ich mal diesen Clip anwählen, dann gehe ich hier auf Geschwindigkeit und jetzt werde ich mir mal diesen Clip hier so ein bisschen in die Länge ziehen und jetzt sind die Animationen dann auch nicht ganz so extrem. Jetzt muss ich natürlich meine Kamera hier noch so ein bisschen ausrichten, wie man es gerne haben möchte, so dass man vielleicht die Kachel jetzt nicht sieht hier von, ich habe hier das Material aufgeteilt so ein bisschen. Ja, und dann kann man also immer noch experimentieren, ein bisschen reinscrollen vielleicht, kann man immer noch so ein bisschen experimentieren, wie man dann so seine Ausrichtung haben möchte. Ja, und bei den Materialeinstellung. Da könnte ich das hier vielleicht noch einen Tick dunkler machen. Und hier auch nochmal so einen Tick dunkler. Und dann sieht das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ist natürlich alles nur ein Experiment. Ja, und wenn man jetzt noch einen Prop hinzufügt, zum Beispiel ein Boot, dann gehe ich mal auf Benutzer definiert. Und dann habe ich hier Boot, da habe ich ja ganz einfache jetzt nur zur Auswahl. Da könnte ich jetzt hier mal so ein Segelschiff nehmen, ziehe das mal hier in meine Szene. Und jetzt gehe ich mal hier im Bearbeiten-Menü, klicke ich mal auf Verbindung, Elternobjekt wählen und klicke mal hier auf den Ocean. Und wenn ich jetzt hier gehe auf Verbinden mit, dann habe ich jetzt hier die ganzen Bones von diesem Mesh praktisch. Ja, jetzt muss man immer hier mal so ein bisschen rätseln, welches was für ein Boden ist. Wenn ich jetzt mal diesen auswähle, Position und OK, ja, dann ist das jetzt der Bone 052. Jetzt kann ich ja mein Schiff hier noch so ein bisschen runterdrehen, runterziehen meine ich, sorry. Und wenn ich das jetzt hier mal so abspiele, ja, vielleicht doch noch ein Stück höher, das war ein bisschen zu tief, natürlich auf Frame 1 dann vielleicht noch so ein bisschen drehen, so vielleicht, jawohl, und dann geht eben das Schiff auch immer mit dem Bone
praktisch mit. Ja. Gut, okay, das war's jetzt hier in diesem Tutorial. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.